Hier ist Weihnachtsmanns Cousin. Hey Nico, was machst du da? Nico! So Leute, wir haben jetzt 14.28 Uhr, meine Mutter fängt jetzt an zu kochen. Hallo Mutter! Hallo! Mama, was kochst du heute? Ich koche Köfta. Was? Das ist Reis mit gefülltem Hackfleisch, Rosinen. Aber bei Agri will kein Rosinen. Nee, ja. Ich will kein Rosinen. Kein Rosinen, dafür yeah. Mandeln yeah. Und Walnuss yeah. Und Petersilie. Petersilie. Ja, und yeah. Zwiebeln. Und wie lange dauert das? Also es dauert insgesamt fast 3 Stunden. 3 Stunden? Brauchst du Hilfe von uns? Später. Ja, ich bin ja zu Hause. Ich helfe dir, Mama, gell? Ja. Gell, Mami? Mami, leid. Guck mal, meine Mama. Ich bin so groß. Guck mal, meine Mama ist hier. Warte, zeig mal mit der Kamera. Guck mal, meine Mama ist hier und ich bin hier. Süß, oder? Was ist das jetzt? Das ist Fleisch. Ist Fleisch. Oh, Leute. Und das ist dann, das ist auch für die Füllung, oder? Ja, das ist für die Füllung. Und das ist auch für die Füllung, die Walnüsse. Genau. Teilweise Rosinen. Also für... Wie gesagt, für manche Rosinen, für manche nicht. Und daher, ich muss jetzt darauf achten, dass, weil manche Allergie dagegen haben. Ja, also ich mag absolut gar keine Rosinen, Leute, im Essen. Also wenn jetzt zum Beispiel so süßes Essen ist, was ich esse eh kein Süß, aber wenn es jetzt so Brötchen ist mit Rosinen drin, ist nicht so schlimm. Aber wenn warmes Essen ist, was eigentlich so salzig sein soll, wenn da dann noch so was Süßes drin ist, so Rosinen, boah, das geht gar nicht. Die macht immer für mich, macht die immer so längliche, das sind dann meine. Und die Runden sind dann halt für meinen Vater, für meine Mutter, für meine Schwester und für alle, die mit Rosinen essen. Und deswegen, also ich bekomme immer so die länglichen. Da weiß man immer direkt Bescheid, okay, da sind keine Rosinen drin. Sonst muss ich die raussuchen, Alter. Das ist gar kein Bock. Moment, ich zeige euch mal unseren Baum, Leute. Unser Baum sieht so aus. So, guck mal, das hat mein Vater gemacht sogar. Hat den Baum geschmückt, der hat den ein bisschen überschmückt, der hat ein bisschen zu viel Ketten und so drauf gemacht und die haben wir weggemacht. Als wir die Ketten und so weggemacht haben, hat er sich richtig aufgeregt, hat gesagt, schmeiß doch gleich den ganzen Baum weg, war beleidigt, dass wir sein Kunstwerk zerstört haben. Aber der Baum war einfach überladen. So, wo macht man den Weihnachtsbaum hier an? Da. So, Jingle Bells, dein Vater, hier ist der Weihnachtsbaum an. Da unten ist der Weihnachtsmann. Servus, Bruder. Hier ist Weihnachtsmanns Cousin. Servus, Cousin. Wie geht's? Oh, jetzt steht er wieder gerade. Auf jeden Fall, Leute, hier sind die Geschenke. Hier sind ein paar, das ist noch nicht vollständig. Da sind auch noch ein paar Dinger. Dann haben wir hier noch 3 schöne Mützchen. Oh, geil, Alter. Dreh mal richtig durch hier. Weihnachten am Stissel. Wie weit bist du, Mutti? Ja, soweit. Ich habe die Füllung fertig. Oh, Hackfleisch? Hackfleisch. Oh, Rosinen? Nein, noch nicht. Noch keine? Oh, sehr gut. Mandeln, Petersilie. Mh, Leute, Walnuss. Das riecht richtig geil, Leute. Gewürze. Hey Leute, wie findet ihr die Blumen, die ich meiner Mutter mitgebracht habe? Schön. Das sieht aus wie Lauchzwiebeln, gell? Guck mal, Leute, das ist der Garten von meinen Eltern. Ey, der sieht im Sommer, ohne Witz, Leute, der sieht im Sommer aus wie ein Paradies. Ey, mein Vater ist süchtig, ohne Witz, süchtig nach Blumen. Ey, hier sind alle Farben, was man an Naturfarben kennt, sind hier immer außen rum, Alter. Das ist richtig krass. Und im Winter kann man halt nichts machen, ne? Da vorne steht noch eine Palme. Ah ja, aber im Sommer sieht es richtig krank aus. Also im Sommer komme ich nochmal vorbei, mache hier ein Video. Ey, ohne Witz, ist wirklich Psycho, was Gartenarbeit angeht. Das ist jetzt außen das gemixte Reis mit Hackfleisch. Ja. Und innen kommt so die Füllung rein. Ist das jetzt ohne Rosinen? Ja. Leute, guck mal, was hier drauf steht. Gönnheimer Mandelgarten Gewürztraminer Spätlese. Digga, Gönnheimer. Ist das hier zum Gönnen oder was? Also, okay, alles klar. Gönnheimer, gönn dir mal, Digga. Alles klar, Bruder. Oh, Leute. Fertig. Die Runden sind mit Rosinen und die sind ohne Rosinen. Geil, Alter. Ich hab richtig Hunger, Mann. Ab in den Topf damit. So, Leute, guck mal. Kocht schon. Ja. Hier auch. Und da auch. Oh, lecker. Hallo. Wer hat von euch schon Hunger? Ja, ja, ja. Hast du Hunger? Natürlich. Oh, Mutter hat sich schön angezogen. Hallo, Mutter. Hallo. Alkoholkonsum? Niemals. Bei kurdischen Weihnachten? Niemals. Ist Haram. Was ist der Unterschied zwischen kurdischen und
norwegischen bzw. deutschen Weihnachten? Das hier. So was gibt's in Norwegen nicht, da gibt's nur hartes Zeug. So Leute, ich habe echt mega Hunger. Wir haben jetzt schon 18 Uhr, wir haben gesagt, das Essen ist um 17 Uhr fertig. Jetzt schon eine Stunde überfällig. Ja. Wäre das die Deutsche Bahn, wäre das normal. Aber im Endeffekt, wir sind hier nicht bei der Deutschen Bahn. Oh, geil. So, das ist die Soße für die Küfters. So Leute, jetzt probiere ich zum ersten Mal nach Jahren, weil ich wohne ja in Berlin, mal wieder richtig Baba essen. Und so, gucken wir mal. Mmh. Boah, geil. Ich brauche noch ein bisschen Soße. Und dann... Boah, geil. Jetzt probiere ich mal vom Fleisch. Richtig geil. Danke, Mama. Oh, Leute, ich bin voll. Ich bin richtig voll. Aber es war... übelst lecker. Ja. Wie geht's euch? Ja. Auch so. Voll! Nein. Voll! Ja, voll alle. Hoch zwei. Richtig lecker war das. Ah, Geschenke gibt's auch noch. Genau, habe ich ja voll vergessen. Geschenke gibt's auch noch. Das ist ziemlich cool, gell? Die Leute, die das Video jetzt gucken, nachdem die Bescherung vonstatten gegangen ist, Leute, was habt ihr denn zu Weihnachten bekommen? Ich bin mal gespannt. Ja, schreibt's mal unten in die Kommentare, was habt ihr so bekommen? Was war euer geilstes Geschenk? Ich werde meins jetzt erstmal auspacken. Also Leute, bleibt dran. Peace. Und Nico. Hey Nico, was machst du da? Nico. Das ist für dich. Oh, danke. Oh, super. Schön. Gefällt dir? Ja, ja. Das ist für Daya. Oh. Das ist für euch beide. Okay. Wow. Okay. Sonst was. Was Kleines, aber Feines. Wow, na. Leute, das wäre doch nicht nötig. Ja, Leute. Moment, ich mach mal kurz die Musik aus. Könnt ihr mal kurz Pause machen? Stopp. Ja, Leute, auf jeden Fall. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen den Abend verbringen zusammen. Wir haben Geschenke verteilt, hat richtig Bock gemacht. Ihr habt gesehen, die Kurden können auch Weihnachten feiern. Ist Weihnachten auch in eure Kultur integriert, obwohl ihr nicht christlich seid? Deswegen schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wer von euch auch so Weihnachten mit der Familie feiert, mit den Verwandten und so weiter. Auf jeden Fall, ja, es hat Spaß gemacht. Geschenke sind am Start. Man hat geschenkt, man wurde beschenkt. Es hat ein gutes Gefühl bereitet. Es hat Spaß gemacht, definitiv. Und Weihnachten ist noch nicht zu Ende, weil morgen bin ich bei meiner Verlobten, bei ihren Eltern, auf einer russischen Weihnachtsfeier. Da filme ich nichts, deswegen, ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass die Kurden auch Weihnachten feiern können, Leute. Ja, ich bin ein eingedeutschter Kurde, Leute. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Ihr habt, vielleicht habt ihr eine Inspiration für euch gekriegt, vielleicht auch für die Küche jetzt mit dem Essen. Wenn ihr ein Rezept wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich frage meine Mutter nach dem Rezept. Gibst du mir ein Rezept? Ja, ja, hat sie gesagt. Auf jeden Fall, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch eine besinnliche Zeit, schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Aber vor dem guten Rutsch sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Also, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Peace out. Ich bin raus, euer Bartmann. Peace.